Steffen Fels, 24-27 Niederlage gegen den THW Kiel. Knappes Ding, gutes Spiel. Woran hat es deiner Meinung nach gelegen? Das ist schwer zu sagen jetzt so kurz nach dem Spiel, aber ich denke, dass Kiel heute einfach ein paar Prozent besser war als wir. Und dann ist natürlich ein absolutes Topspiel, was dann einfach eng ist und ja, leider hat Kiel heute gewonnen. Jetzt gab es zu Beginn der zweiten Halbzeit einen kleinen Lauf der Kieler. Was war da los bei euch? Ja gut, ich glaube, es war ein 5-0-Lauf oder so. Das darf uns natürlich nicht passieren. Also wir werfen halt vorne die Bälle weg und kriegen dann hinten fast einfache Treffer. Und dann geht es halt ganz schnell manchmal. Wichtige Frage natürlich auch für dich. Wie geht's dir nach deiner Verletzung wieder bei 100%? Ja, also außer ein bisschen Kopfschmerzen geht es mir gut. Von daher kann ich mich nicht beklagen. Jetzt geht es unter der Woche weiter beim DHB-Pokal, Bergischer HC. Unangenehmer Gegner mit Sicherheit. Was erwartet ihr? Ja, ein sehr, sehr, sehr schwerer Gegner auf jeden Fall. Wir müssen jetzt das Spiel heute abhaken, aus den Köpfen rausbekommen in den nächsten zwei Tagen und dann am Dienstag Vollgas geben, weil wenn wir da nicht hundertprozentig bei der Sache sind, dann kann uns der BHC schlagen. Vielen Dank, Steffen Fett.